Das ist der Auftrag. Es geht nur darum, diese Zahlen ein bisschen zu verändern. Da muss da 23, 24 stehen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, es hat leider nicht gereicht am letzten Spieltag. Die bittere Erkenntnis, Schalke muss absteigen. Wir reden drüber mit unseren Legenden. Traurige Jungs in Königsblau, der Abi und Klaus Fischer. Wie habt ihr es erlebt am Samstag? Ich habe mir das am Fernsehen genau angeguckt. Und ja, man hat ja im Vorfeld schon gesagt, in Leipzig, es wird schwer. Das Programm zum Schluss war schwer. Und, aber wenn man sieht, wie wir die Tore wieder gefangen haben, weiter Abschlag vom Torwart, dann ist er nicht in der Lage, oder sind sie nicht in der Lage, diese Bälle zu verteidigen. Das muss ich ehrlich sagen, das hat dann einfach mit Qualität zu tun, weil wie langsam die Spieler sind. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, einen langsamen Spieler würde ich nie verpflichten. Weder hinten, für hinten, Mittelfeld oder vorne. Weil die bereiten mir nur Probleme als Verein. Das hat man wieder gesehen. Und deswegen muss ich sagen, das Spiel zu gewinnen, ja, ist die Möglichkeit da, war da. Wir waren auf 2-2 ran und kriegen dann wieder so praktisch so ein Konto, so einen langen Ball. Und dann verlierst du 4-2. Aber wir sind nicht am Samstag abgestiegen. Wir sind in der Vorrunde abgestiegen. Und da muss man auch wieder sagen, was für einen Trainer wir da verpflichtet haben. Ja? Der uns 9 Punkte gebracht hat in der Vorrunde mit der Mannschaft. Und der hat ja nur 6 geholt. Die letzten 3 hat ja noch Reis geholt. Ah, nur sechs, noch schlimmer. Ja. Ja? Und wie das zustande gekommen ist mit dem Trainer, das kann ich nicht sagen. Da sind andere verantwortlich und die wissen schon, wer mit wem zusammengearbeitet hat im Vorfeld, nicht bei uns, aber woanders. Und die müssen das verantworten und die müssen sich die Fragen, die gestellt werden, die müssen das beantworten. Abi, was wir ja wissen zum Thema Kramer, ne, ist der, mit dem es nicht geklappt hat, Reis, mit dem hat es geklappt, den wollten wir ja schon vor Kramer haben, den wollten wir in der Sommerpause haben, hat der VfL Bochum sein Veto eingelegt und ist dann mit, ich glaube, 5 Niederlagen in Serie gestartet. Mhm. Das heißt, wenn die damals erkannt hätten, den kannst du eh nicht halten und ein Trainer, der gesagt hat, er will weg, den lässt man normalerweise gehen, dann hätten beide Mannschaften vielleicht das Ding relativ sicher nach Hause gebracht und nicht erst am letzten Spieltag. Na gut, die Bochumer, die haben es ja sowieso geschafft, nachdem die da 3-0 gewonnen haben zu Hause. Gegen Leverkusen, die ja, nach 8 Minuten 10 Mann gespielt haben, Karte abholen für Nachträge. Aber im Endeffekt haben sie es ja auch noch geschafft, das Ziel, was sie vorhatten. Ne? Und ich muss ganz ehrlich dem Klaus auch recht geben, mit dem Trainer, den wir da am Anfang hatten, also das war eine Katastrophe. Und das ist natürlich immer so, wenn man drüber nachdenkt, wer hat den geholt? Gut, Knebel kennt ihn, ja, Schröder kannte ihn auch aus Greuther Fürth. Ich weiß nicht wieso. Dann hat er in Bielefeld, ist er abgestiegen. Dann der Co-Trainer kannte ihn. Ja, der. Ja, der ja, gut, Mike kannte ihn auch. Ja, aber da sind 4 Leute, die den kennen und trotzdem den verpflichten. Das irritiert mich immer ein bisschen, weil ich glaube, wenn ich mit Bielefeld absteige, ja, und auch Unruhe in Bielefeld war und, dann passt er hier nicht hin. Wir müssen schon einen Trainer haben, der hier hinpasst, aber der passt hier gar nicht hin. Und deswegen haben wir meiner Ansicht nach auch in der Hinserie Katastrophe gespielt. Und deswegen haben wir auch nur 6 Punkte, wie du gerade gesagt hast, 6 Punkte geholt. Und Reis kam mal gleich an, hat sofort den ersten Dreier geholt. Also es ist einfach zu wenig gewesen in der ersten Halbserie. Und die zweite Halbserie war natürlich super gewesen. Mit ein bisschen Glück. Ich habe immer gesagt, wenn du 6-mal unentschieden spielst, hast du nur 6 Punkte. Das ist zu wenig. Da musst du dazwischen, hättest du irgendwo mal einen gewinnen müssen. Und es waren auch Möglichkeiten gewesen, da mal ein Spiel zu gewinnen. Aber das haben wir verpasst. Und das ist im Endeffekt jetzt, wenn man so die Tabelle sieht,
Da fehlen dir einfach 2-3 Punkte und die hätten wir noch schnappen müssen. Ja, ich sage auch, mit Reis wäre man nie abgestiegen. Da muss ich so sagen, er hat die Mannschaft hinter sich gebracht. Und natürlich, die Anfang, die Unentschieden, hätte man das eine oder andere Spiel auch noch gewinnen können. Aber auch sie waren verunsichert durch das, was sie bis dahin geleistet haben, weil sie ziemlich hinten standen. Und 6 Punkte oder 9 Punkte in der Vorrunde, dann in der Rückrunde mit, natürlich auch mit Ralf Fährmann an dem Tor, der mit dazu beigetragen hat, das muss man dazu sagen, der tolle Leistungen zeigt. Und warum das am Anfang nicht so gelaufen ist, können wir nicht sagen, wir waren nicht dabei, wir waren bei Training nicht dabei, wir waren bei Gesprächen nicht dabei. Und ja, dass Schalke 04 abgestiegen ist, muss ich ehrlich sagen, das tut uns in der Seele weh, weil wir sind Schalker, wir leben hier, wir haben hier lange gespielt und so weiter. Und ja, jetzt fängt es ja schon wieder an. Mit wem gehst du in die zweite Liga? Wem holst du? Wer ist denn überhaupt zuständig, was wir holen? Die es auch im Winter gemacht haben. Bitte? Die es auch im Winter gemacht haben. Knäbel, Hechelmann, Grotus, ne? Das sind die... Im Winter. Und war im Sommer? Waren das auch die gleichen? Das war Schröder. Ach, da war Schröder. Ja. Okay. Dann müssen wir dann Schröder alles in die Schuhe schieben. Ja, dann. Manche haben ja zum Ende hin dieser Rückrunde oder so ab Mitte der Rückrunde auf einmal richtig gut funktioniert, von denen, die im Sommer gekommen sind, ne? Von denen man aber am Anfang weniger gesehen hat. So ein Karaman ist ja richtig stark geworden, ne? Auch ein Polter ist kurioserweise nach der Verletzung besser gewesen als vorher. Fährmann ist quasi wie ein Neuzugang gewesen. Ja. Ja. Also da waren schon ein paar bei, die sich, Kral, Kraus haben auch funktioniert bestens. Ne? Also war ja nicht alles verkehrt, was er im Sommer gemacht hat. Aber sie haben im Sommer eben nicht gezündet, weil die Anleitung von außen, sprich vom Trainer, nicht gepasst hat. Da sieht man mal, wie wichtig ein guter Trainer ist, ein guter Trainer, der kriegt die Mannschaft hinter sich, die fighten, die kämpfen um ihr laufen um ihr Leben und so weiter. Warum, wie das abläuft oder abgelaufen ist, wir können mir gar nicht sagen, wir sind ja nicht dabei. Ich kann das nicht sagen. Man kann nur sagen oder sehen, was unten passiert. Und das haben wir. Das Schlimme dabei ist ja wirklich, also wenn du jetzt wirklich drüber nachdenkst, das hätten wir ja noch schaffen können. Das hätten wir wirklich schaffen können, auch sogar jetzt hier in Leipzig. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl gehabt, weil ich auch Leipzig beobachtet habe und habe gesagt, meine Güte, die spielen nicht schlecht. Ja, die waren von unseren Leuten viel zu weit weg gewesen, haben uns Platz gelassen und. Ich weiß aber auch nicht, ob unsere Jungs das so richtig verstanden haben. Ja, ich glaube, wenn die mal so 10-12% mehr gegeben hätten, dann hätten die wahrscheinlich erreicht. Unsere haben zu spät gemerkt, dass die gar nicht wollen. Also ich habe so den Eindruck gehabt, auch wenn ich das 2-2 sehe, hallo bitte. Also wenn ich so ein Tor mache, dann muss ich sofort als DFB anrufen und sagen, der ist bestochen worden. Ja, also anders kann ich mir ja nicht vorstellen. Der kann den Ball wegnehmen, aus dem Tor rausnehmen und weglaufen. Und was macht der? Der schießt ins Tor rein. Also habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Also der Orban, der entweder hat er einen Blackout gehabt oder ich weiß es nicht. Aber so ein Tor habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Der wollte mal ein Tor machen. das kann natürlich sein, klar. Das wird erwähnt, genau. Aber die Mannschaft ist wieder zurückgekommen nach den zwei ganz schlecht verteidigten Situationen, schon bis zur 19. 2-0 hinten, da hätte sie ja auch zusammenklappen können. Stattdessen haben sie es wieder hingekriegt. Ne, also es ist so ein bisschen ein Sinnbild für die ganze Saison. Schlecht angefangen und danach mit viel Moral die Überlegenheit des Gegners ausgeglichen und auch das Spiel ausgeglichen. Ja, und dann hätte es irgendwo den Funken geben müssen, wo das 3-2 für uns fällt. Oder der Leipziger hätte ja auch mal sagen können, ist gut jetzt. Du warst ja auch da, ne? Bitte? Nee. Okay. Aber wenn man sich das im Fernsehen angesehen hat, was für Tore wir reinkriegen, die waren alle zu verhindern. Die waren zu verhindern. Also der erste Latzer dreht sich um, läuft wie ein Osterhase da, statt hinzugeben, im Kopf irgendwie den Ball wegzuköpfen, dann lässt er den vorbei gegen Werner,
der natürlich, wenn der mal einen Gang reinmacht, dann ist der gleich 8 Meter hinten dran, ja, und das kann nicht sein. Dann muss ich, wenn ich das weiß, dass ich so einen schnellen Mann neben mir habe, dann probiere ich den ersten Ball zu kriegen. Aber auf der anderen Seite ist es so, da war da überhaupt keine Absicherung da. Das muss auch bei den anderen Toren ja auch teilweise keine Absicherung. Ja, dann verstehe ich nicht, wie die Spieler das Spiel lesen können. Ja, das darf nie im Leben passieren. Ein langer Ball vom Torwart führt zum 1-0. Sowas darf, also Entschuldigung, aber das kann nicht sein. Aber ist passiert. Ja, auch das Zweite. Also ja, ein ausgespielt, noch ein. Und ich habe immer gedacht, der geht immer weiter weg vom Tor. Ja. Der ist immer weiter vom Tor weggegangen. Und da habe ich gedacht, oh, das Ding ist vorbei. Nein! Ja. Weil was schießt der und fährt noch einer auf die Linie um. Und da habe ich gedacht, hallo, was ist denn hier los? Ja. Also das waren einfach auf Deutsch gesagt Scheißtore gewesen, die man ganz klar verhindern hätte können. Ne? Und das habe ich nicht verstanden. Da habe ich gedacht, Mensch Jungs, was ist los mit euch? Merkt ihr gar nicht, also dass du dir was holen kannst? Du kannst in Leipzig gewinnen. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass Leipzig so ein bisschen Schiss vor uns hatte. Trotzdem, dass die natürlich alles erreicht haben jetzt. Aber das war für mich eigentlich eine Geschichte, auch nach dem 2-2, da hätten wir uns nochmal zusammenhauchen müssen und gucken, dass wir da irgendwie mal noch, wir sind dann zu offensiv nach vorne gelaufen, haben zu viele Löcher gelassen. Und das sind dann für die schnellen Spieler, wie der Klaus immer sagt, wenn du keine schnellen Spieler hast, dann kannst du nach Hause gehen. Und das ist es so. Diese schnellen Spieler, die musst du dann aber auch halten können. Und die haben wir ja in der Abwehr nicht und weder im Mittelfeld. Ja? Mir geht's wo. Ja. Und, ja, ich wiederhole mich da immer wieder. Wenn ich Spieler beobachte, dann kann ich sehen, ist er schnell, ist er nicht schnell. Nicht schnell, Finger von weg. Bringt nichts. Ja. Ja. Danach sollten wir dann in erster Linie gucken, wenn es in die neue Saison geht. Lass uns doch auch mal auf den Kader gucken, denn es geht ja immer weiter. Ne? Und das ist auch, ja, ich würde sagen, auch nicht so das große schwarze Loch, wie es beim ersten, also beim letzten Abstieg war, dem ersten der Neuzeit, sagen wir mal, wo man das Gefühl hatte, jetzt bricht alles zusammen. Da war es auch natürlich finanziell noch viel schlimmer und da war keine Basis gelegt. Jetzt haben wir da alle Zahlen schon lange auf dem Tisch. Alles ist durchfinanziert. Ne? Wir müssen natürlich den Etat weit runterfahren. Und jetzt können wir mal gucken, wer in welchem Mannschaftsteil auf jeden Fall bleibt und bei wem wir noch nicht wissen. Es fängt ja schon an, stell dir mal vor, wir hätten in der Innenverteidigung Itakura und Jens. Und Jens gehabt. Der Itakura ist der Mannschaft des Jahres drin. Ja, der überragend gespielt hat. Ja, da hättest du nie Probleme gehabt, wahrscheinlich. Ja, aber das Thema hatten wir ja schon mehrfach, dass das Geld eben in dem Moment nicht da war, also es hätte da sein müssen. Ja, und dass du eben nicht gleich im ersten Moment schon wieder anfangen kannst und die Grundsätze, die du gerade erst geschaffen hast, für gesundes Wirtschaften wieder über den Haufen schmeißt. Aber es ist eine ganz gefährliche Kiste, das ist klar. Ja, aber die andere hat uns komplett in die Scheiße geritten. Ja. Die andere Art. Aber ja, eigentlich müssten wir mal umdenken und sagen, komm, wir fangen jetzt einfach mal mit jungen Spielern an. Wir haben ja genug junge Spieler, die wir noch ausgeliehen haben. Da muss man sich Gedanken drüber machen, soll man den zurückholen oder nicht zurückholen. Vielleicht sollte man wirklich mal sagen, komm, lass uns so ein Gemisch zwischen 2-3 Älteren und vielen Jungen reinpacken. Da müssen Sie schon genau hinschauen. Ja, ja, deswegen sage ich ja. Lass uns mal konkret werden. Lass uns mal genau hingucken. So, Torhüter, fangen wir damit an. Ralle ist zurückgekommen wie Phönix aus der Asche und richtig gut. Und keiner würde sagen, ne, der hat ja noch Vertrag. Ja. Keiner würde sagen, der ist nicht die Nummer 1 für die neue Saison. Ja, dann haben wir Hekeren, der junge Mann, den sie aufbauen wollten, mit Regionalliga-Einsätzen, Kreuzbandriss. Das ist natürlich eine Nummer, wo du nicht genau weißt, wie lange dauert es noch, ab wann ist der voll belastbar und so weiter. Muss mal wissen, wie weit ist der. Das wissen die auch. Ja. Ja? Und da wird auf jeden Fall entweder gesagt, okay, wir verlängern noch eine Saison mit Michael Langer. Ja. Ne? Auch da ist problematisch für uns drüber zu reden, weil wie ist er drauf? 38 Jahre, ein Torwart kann, ich habe auch nur mit 38 gespielt, aber da kam ein wie welche nach dem anderen.
Und das müssen auch die entscheiden. Und ich habe gesagt, wir müssen unterwegs sein. Für über alle Mannschaftsteile muss man unterwegs sein und gucken. Ja, ja, wir gucken drauf. Also wir wissen bei Torhütern, Fährmann und Hekeren sind auf jeden Fall klar. Langer Fragezeichen Verlängerung, Schwolo geht auf jeden Fall. So, dann haben wir hier die Abwehr. Brunner, Matrigiani, Greimel haben alle noch Vertrag. Cissé, ja, der hat ja bis jetzt nur Regionalliga gespielt, da übrigens in 16 Einsätzen 5 Tore gemacht, ne? Und nicht nur mit Kopfbällen nach Ecken. Nee, der ist auch nicht schlecht, finde so, ich. Mal gucken, ob der jetzt dafür bereit ist, aus Sicht der Verantwortlichen in der ersten Mannschaft zu spielen. Körper hat er ja ohne Ende, ne? 1,96, schnell, ja, kantig, beweglich, trotzdem, ja, dabei. Ja, irgendwann muss ja die Jungs mal reinschmeißen, ja, weißt du, das ist, wir sprechen immer, mal gucken, ob der schafft. Klar machen die Fehler und klar werden die mal das ein oder andere Scheißspiel machen, auf Deutsch gesagt. Aber wenn du die nicht mal reinschmeißt, dann siehst du doch nicht, da muss man die aufbauen. Das ist doch auch so, dass man diese Spieler, die jungen Spieler, die reinkommen, die muss man eben aufbauen und besser machen. Ja, und wenn, ja, besser machen, als sie jetzt vielleicht sind, dann hast du auch was von. Wenn einer diese Qualität hat, was du sagst, ja, groß, 1,96 groß, schnell, für einen Abwehrspieler, das sind da Vorteile, die du hast, die wir jetzt da nicht gesehen haben, zum Beispiel in Leipzig bei langen Bällen. Ja. Kaminski zum Beispiel ist jetzt auch das Fragezeichen, würde ich auch behalten, wenn er hier bleiben würde in der zweiten Liga. Ja. Der Kaminski. Also das würde ich machen, also den würde ich mir schnappen, also würde ich sagen, okay. Ja, auch als Leitwolf, ja, in der Abwehr, ja, wenn wir schauen, Yoshida ist okay, auf jeden Fall, genau, weg. Ne? Vandenberg, weiß ich nicht, ob sie uns den nochmal ausleihen und ob der nicht irgendwie doch lieber irgendwo erstklassig sein will oder zurück nach Liverpool, ja, geht. Dieser junge Mann, Cissé, wenn, ja, der, dann brauchst du nicht, dann passt das ja. Naja, dann hätten wir, wenn wir Kaminski verlängern, hätten wir Greimel, Matrigiani, Cissé, da sind erstmal nur 4. Ja, Brunner ist ja jetzt, weiß ja. Brunner, also jetzt ist jetzt Außenverteidiger. Ich rede jetzt nur von den Innenverteidigern. Ja, wie viel brauchst du denn? 10 Innenverteidiger oder was? Ja, aber wenn du auch mal Dreierkette spielen willst mit 3 Innenverteidigern, ja, dann brauchst du schon 4. Einer ist immer, ja, verletzt. Da muss ja nicht unbedingt 3 Defensive oder Innenverteidiger sein. Du, ja, kannst ja auch anders spielen. Ja, es gibt Möglichkeiten. Kann der andere auch noch spielen dann. Ja. Gut, dann haben wir noch Aueyan, der hat auf jeden Fall noch Vertrag. Çalhanoğlu kommt zurück, der hat in Sandhausen relativ viel gespielt. Der hat auch gar nicht schlecht gespielt da, ja, jetzt, glaube ich. Als Warum Linksverteidiger? Nicht? Weiß ich nicht. Also, ja, habe ich nicht in Erinnerung, wo man sagen kann, hat diesen Kracher, ne. Ja. Gut, dann Mittelfeld. Auf jeden Fall Kral, Kraus, Balanta und Skarke sind nicht mehr da, ne? Gehen zurück nach ihren Laien, beziehungsweise Kral mit Sonderregelungen wegen des Krieges wahrscheinlich zur Union. Du hast aber noch Thalatha, Drexler, Latza, Aydin, Mohr, Tower hast du ja auch für 2 Jahre ausgeliehen oder für anderthalb. Mhm. Ne? Den Tower von Mainz, der, mhm, Innenverteidiger, rechter Verteidiger und 6er spielen, ja, kann. Hat er einmal gespielt? Flick, nee, der war ja auch, hat ja gleich verletzt, als er kam. Ja, und Flick sollte auf jeden Fall eingebaut werden, der zurückkommt von Nürnberg und bricht sich den Mittelfuß und ist jetzt erstmal für Monate raus. Das ist natürlich, ja, aber wir haben ja noch ein paar Mittelfeldspieler, die wir ausgeliehen haben, oder? Ja, da kommen noch Bozdoğan und Idrissi. Bozdoğan sehe ich zum Beispiel auch gut. Ja, ich fand den auch immer gut. Ja, also da würde ich mir dann schon überlegen, so einen Jungen wieder zurückzuholen und... Hat Champions League-Einsätze gehabt, ja, in der Türkei? Ne? Also, ja, also ich fand den gut mit seinem Linken. Also der konnte, meiner Ansicht nach, haben sie den hier so ein bisschen unterschätzt. Also ich fand den gut. Also der ein Auge gehabt, für sein Alter hat er schon verhältnismäßig viel und gut gespielt. Also ich finde ihn klasse. Den würde ich mir aber sowieso zurückholen. Ich halte mich da raus. Ja, ja. Du hältst dich raus. Idrissi war in Regensburg nicht immer... Nee. Dabei und dann sind sie auch abgestiegen. Aber das muss man natürlich individuell beurteilen. Yeah. Ja, das ist das Mittelfeld. Dann sind wir im Sturm. Frei ist weg. Terodde, tja, gibt es ja viele, die sagen, warum wollen wir nicht nochmal mit ihm reden? Ich glaube, ich habe gehört, so ein bisschen, also ich habe es so gehört, aber bestimmt weiß ich nicht, dass er nach Münster gehen soll. Okay. Also. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber man hat mir das mal erzählt.
Kann sein, dass der vielleicht in Münster schon unterschrieben hat. Oder ja, das ist ja aufgestiegen in die dritte Liga. Ja, ne? Genau, weiß ich nicht. Ja, weil in Düsseldorf der Stürmer, der geht weg. Kovnatski. Ja. Und kann ja dann vielleicht sein, dass sie sagen, du komm, wir holen uns. Ich hätte schon noch probiert, ihn vielleicht hier in der zweiten Liga festzuhalten. Terode? Ja. Ich würde auch mit ihm nur mal reden, weil das Spiel anders aussieht wie in der ersten Liga. Aber eben dann, wenn sollten wir wieder aufsteigen, dann hat das keinen Sinn mehr. Aber dann ist er auch schon, dann wäre er auch schon 36, 37 oder was. Aber für die zweite Liga, wo wir sehr oft in den Strafraum reinkommen, er ist ein Strafraumspieler, er weiß, wo das Tor steht. Und wenn jetzt hast du natürlich auch noch einen Polter, auch nur der fast so gleich spielt wie er. Ist natürlich die Frage, brauchst du zwei in der zweiten Liga, zwei solche Typen? Polter, ja. Karaman, ja. Pieringer kommt zurück von Paderborn, der da, ich glaube, 11 Saisontore gemacht hat. Ja, da habe ich gehört, der will aber nicht unbedingt zurückkommen. Ne? Ja, da hat wohl schon so ein Spielervermittler sich dazu geäußert. Das also, werden wir mal sehen. Ne? Also klar hat er vielleicht gehofft, dass er in die erste Liga zurückkommt zu uns, aber... Ja, vielleicht, wenn er auch wieder zurückkommt, kann ja auch sein, wenn die ganzen Jungs davor sind, dass er dann auf einmal wieder nicht spielt. Und da in Paderborn, da zündet der ohne Ende, das muss man wirklich sagen. Und vielleicht sagt er sich, nee, ich will gar nicht dahin. Dann sitze ich vielleicht wieder nur auf der Bank. Also warum? Ich möchte gerne lieber in Paderborn. Dann sollen sie sich mit denen einigen und sollen das Geld rausrücken und dann ist gut. Ich kann nur sagen, was ich hier gesehen habe, war das nichts. Und ich muss ehrlich sagen, wenn Freiburg den Torschützenkönig der Regionalliga hat, und da war ja, und die verpflichten ihn nicht weiter, dann stimmt irgendwas nicht. Was? Kann ich nicht sagen, aber gut. Freiburg ist aber auch auf einem höheren Niveau jetzt und deshalb muss er natürlich, gucken, funktioniert er auf dem Niveau. Aber leider gerade nicht auf dem Niveau. Als sie in Freiburg gespielt haben, war Freiburg nie auf dem Niveau, wie sie heute sind. Aber das spielt ja heute keine Rolle, ob der so kommt Sachen, oder nicht kommt. Da müssen die ja sowieso Reis wird sich da auch schon Gedanken drüber gemacht haben. Wenn ich 5 gleiche Stürme habe, und außen nur 2 vielleicht, da mit Karaman, dann passiert ja auch nichts. Weil wir müssen auch in der zweiten Liga Leute haben, die vernünftige reinflanken und, wenn du diese großen Kerle behältst. Also da muss schon ein bisschen was passieren, auch vor allen Dingen über die Außenseiten. Ne? Ja. Also da musst du schon schauen, dass da... Salazar wird auf jeden Fall wieder bauen auf Salazar. Natürlich... musst du ihm Freiheiten geben nach vorne. Nach hinten sind andere da, die arbeiten können für ihn. So ist das nun mal. Weil alles können. Abwehren und angreifen und Tore schießen. Und geht nicht. Ja. Für die Außen hätten wir dann Bülter und Karaman, Kosuki noch. Ne? Und dann kann man gucken, wer vielleicht noch aus der U23 kommt, ob sie dieser Nähe hochgezogen ist ja die Frage. Wird. Ich habe auch gelesen, da werden andere auch interessiert dran an Bülter. Das wird man sehen, da müssen sie aber Geld in die Hand nehmen. Ja, Geld in die Hand nehmen, ist ja auch schon 30. Dann hat so der Vertrag. Also so viel Geld. Hat er noch Vertrag? Für Bülter. Okay. Ja. Wenn du Geld kriegst wie ihn und er will auch wieder weg, vielleicht, er will für die erste Liga spielen, dann muss man ihn verkaufen, ganz einfach. Aber man darf ihn auch nicht verschenken, weil dafür hat er zu gut gespielt. Ja, muss man einfach verkaufen, du musst schon eine schlagkräftige Mannschaft haben. Ja, weil kein Thema. Du weißt das selber, die spielen alle, diese Vereine, die kleinen Vereine spielen gegen Schalke 04 wieder. Ja, und werden anders zu Werke gehen, wie noch vielleicht normal. Und deswegen muss schon eine Truppe haben, die sagt, hallo, was wollt ihr so ungefähr? Ihr habt ja hier nichts verloren, hier gibt es nichts zu gewinnen. Naja. Ja, und ich meine, Bülter in der zweiten Liga und Karaman auf der anderen Seite. Ich glaube, dass der Bülter in der zweiten Liga nicht so spielt wie in der ersten Liga. Bin ich fest von überzeugt. Da wird anderer Fußball gespielt. Da wird mehr Hauruck-Fußball gespielt und da hier in der ersten Liga hat er mehr Platz.
Man kann ihn besser anspielen durch seine Schnelligkeit und. Ich glaube, dass der in der zweiten Liga nicht so gut spielt. Ja, aber es gibt Möglichkeiten bei schnellem Ballbesitz, wenn man Bälle erobern, dass schnell nach vorne geht. Und dann ist auch der Raum da. Natürlich, wenn du quer und zurückspielst, ist es wieder vorbei. Es ist wieder ein anderes Spiel, was du dann machen musst. Naja, aber die zweite Liga ist ja nicht so offensiv. An die Zweitligasaison erinnere, hat er, glaube ich, 10 Tore gemacht und 13 vorbereitet. Ja. Ne? Also, ohne Elfmeter die 10 Tore. Also ja. Hat er auch gut getroffen. Aber da kann man ja drüber diskutieren, wie man will. Ja. Also da werden die sich sowieso Gedanken machen und er auch, ob er bleibt oder nicht bleibt. Also es kommt ja immer darauf an, hast du ein Angebot oder kriegst du irgendwie ein Angebot für den? Und dann musst du überlegen, weil ein bisschen Geld brauchen wir auch, wenn wir den einen oder anderen noch holen wollen. Ja, wir müssen ja auch, wir können ja jetzt nicht nur sagen, jetzt holen wir alle zurück, sondern wir müssen ja auch noch den einen oder anderen Spieler, wo wir glauben, dass der uns weiterbringt, auch verpflichten. Aber du musst einen Spieler, wenn du ihn halten kannst, wie ein Bülter, der in der zweiten Liga Tore gemacht hat, vorbereitet, in der ersten Liga Tore vorbereitet hat, den brauchst du, um wieder aufzusteigen. Also da will ich schon sehr viel daran setzen, den weiter zu verpflichten, wenn er das will. Das sehe ich auch so, den musst du kämpfen. Den musst du kämpfen und da musst du Möglichkeiten schaffen, um den zu behalten, weil ja, du weißt ja nicht, was du kriegst. Du kriegst ja keinen überragenden, schnellen Mann zum Ausleihen oder das geht nicht. Ja. Warum hat Bremen es geschafft mit dem Aufstieg und besser geschafft, in der Liga zu bleiben? Ja, weil sie zwei zusammengeblieben sind. Ja, aber auch weil sie zusammengeblieben sind. Nicht viel ändern mussten auch nach dem Abstieg. Ja, aber in der zweiten Liga da musst du auch sagen, dass viele Spieler Bremen gehört. Ja, das ist hier anders. Hier gehören keine Spieler in FC Schalke 04, sondern die sind ausgeliehen. Und die gehen automatisch wieder zurück. Ja, wenn du Spieler hast, die Verträge haben, dann ist das was anderes. Dann kannst du ganz anders planen. Und das hat Werder gehabt. Abi, wo wir jetzt gesprochen haben, die gönnen uns ja auch. Die sind ja nicht ausgeliehen. Ja, doch, ja, und im Teil. Deswegen, jetzt ist ja so, der Füllkrug, der wäre nochmal Torschützenkönig geworden. Weil der war verletzt, viele, viele Spiele verletzt. Jetzt ist er torgleich mit den aus Leipzig. Ja. Also, solche Spieler, ich habe es ja gesagt, damals, als wir abgestiegen sind, dich nicht zu verkaufen, lange hinten nicht verkauft, zwei ganz wichtige Spieler, die darfst du nicht verkaufen. Da schaffst du das nicht. Und so wird das ja auch hier sein. Oder du holst, wenn sie da vielleicht schon verpflichtet oder im Auge haben, Raketen sind. Aber das ist nicht so einfach. Das ist zweite Liga. Ja. Ja, können wir gucken, was kommt von den Jungen aus der U19, aus der U23. Keke Top wird sicher die Gelegenheit kriegen, öfter mal mitzutrainieren und dann zu gucken, ob es geht, auch in den Vorbereitungsspielen. Die beiden Außenverteidiger von der U19, rechts Anno Bodem, links Jamfi, sind auch interessant, finde ich. Ne? Also ja, beides Jungs, die... Ja, in der Geschäftsstelle arbeitet, ich weiß nicht, wie der heißt. Auf der rechten Seite spielt der. Sidi Sané wird mit Sicherheit noch mal ein bisschen Möglichkeiten bekommen, sich zu zeigen. Steven van der Sloot, rechte Seite von der U23. Ja, das ist ja auch super, dass wir da so viele Junge haben. Deswegen habe ich ja gesagt, die müssen wir auch alle festhalten. Ja, aber trotzdem, die U19 hat auch zum größten Teil enttäuscht. In verschiedenen Finalspielen haben sie versagt. Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, ob die es schaffen. Das ist ganz, ganz schwer. Die werden das über die Amateure. Ja, aber man könnte klar sagen, Basavalo, muss ich mal ernsthaft reden drüber. Das gehört dazu. Dass du marschierst, dass du im Training dich reinhaust, dass du zusätzlich trainierst, all diese Dinge. Ein schneller Mann, da bin ich immer dafür, weil ein schneller Mann. Sag mal eine andere Frage rum für euch beide. Würdet ihr denn sofort wieder gerne aufsteigen? Oder würdet ihr sagen, komm, wir bauen jetzt mal 2 Jahre eine tolle Truppe auf und wollen dann probieren aufzusteigen? Schalke 04 geht nur sofort Aufstieg. Ja, für gut. Mich nichts anderes. Ja, weil du rumdokterst, hier,
Der HSV ist im fünften Jahr, jetzt muss er in die Relegation gegen Stuttgart, wird es wieder nicht schaffen. Nee, sofort wieder aufsteigen und natürlich unterwegs sein. Planung, sind Probleme da? Da muss man schon unterwegs sein. Und ja, dann die Frage, ob man dann diese schnellen Leute, weil ein schneller Mann, auch wenn er technisch noch nicht so stark ist, durch viel Training kannst du die unheimlich verbessern. Aber ein langsamer Spieler wird nicht schnell. Aus. Ja. Hat er recht. Ja, ich sag ja auch nur. Klar ist natürlich die Frage, dieses schönen Aufbauen und nicht jedes Mal 10, 12 austauschen. Es wird schon weniger sein dieses Mal. Wir haben ja gesehen, eine Basis ist da. Im Prinzip hättest du schon eine Top 15, 16, die man so in der zweiten Liga einsetzen könnte. Dazu werden dann jetzt noch ein paar kommen, nicht allzu viele, denn mehr können wir uns nicht leisten. Aber auch ist klar, wenn wir längere Jahre in der zweiten Liga wären, du kommst ja von dem Schuldenberg nicht runter in der zweiten Liga. Nee. Du kannst da überleben, weil wir Schalke sind, weil wir solche Zuschauer haben, weil wir immer noch interessant sind für Sponsoren, aber du wirst kein Deutsch abbauen können. Und das geht nur in der ersten Liga. Und also musst du eine Granate aus der Jugend holen, den groß machen und für teures Geld verkaufen. Eine der Säulen, so haben wir es ja auch oft gemacht, ist in der Vergangenheit und so müssen wir es auch wieder, auch wieder so hinkriegen. Für mich persönlich, um weiter oben zu spielen, ist das ein Fehler. Natürlich, das viele Geld dann wie jetzt auch Dortmund für Bellingham, 120 bis 150 Millionen. Ja, aber dieser klassische Spieler, der fällt dir dann auch, wenn du nicht gleichwertigen Ersatz holst. Und das ist schwer und das ist nicht so einfach. Und deswegen natürlich unterwegs sein, junge Spieler, schnelle Spieler holen. Natürlich wird der eine oder andere wieder später dann weggehen für viel Geld. Das ist ja nur vielleicht bei Bayern München nicht der Fall. Bei anderen Vereinen ist es der Fall. Wenn so einer da ist, sind andere Vereine, die nicht aus Deutschland kommen, die holen die denn dann weg, weil die schütten dich mit Geld zu und dann können diese Spieler oder auch Berater und wie sie alle drumherum nicht Nein sagen. Ja, apropos Bellingham, Dortmund, Bayern, sollen wir da noch irgendwas zu sagen? Ja, oder? Ich fand das so. Da war ja. Ich glaube, da oben sollen die ganzen Leute vom Vorstand, also ich habe einen Sommer gesehen, dann habe ich da oben mir den Watzke gesehen, die Gesichter, die wurden immer heller, immer weißer. Vorher haben sie ein bisschen Farbe gehabt, weil sie ein bisschen mitgeschunkelt haben oben. Und dann hat man denen so ins Gesicht geguckt mit der Kamera. Da haben die gesagt, sag mal, sind die eigentlich bekloppt da unten? Ja, was also haben sie? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe das überhaupt nicht. Wenn man Mainz zu Hause, als Borussia Dortmund Mainz nicht schlagen kann, dann ist es auch wirklich so, dann sollen sie auch kein deutscher Meister werden. Dann habe ich das den Bayern schon wieder eher gegönnt als Borussia Dortmund. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man zu doof ist. Ja. Also, und der Söder hat recht. Er hat gesagt, die sind so doof. Und wenn du gemeint zu Hause nicht 1-0 gewinnst, dann hast du es auch nicht verdient. Und die reden immer, wenn Bayern schwächelt, wann soll denn Bayern noch schwächeln? Die schwächeln die nächsten Jahre nicht, weil die Bayern holen sich den Spieler, den sie brauchen, der dafür sorgt, dass sie wieder Deutscher Meister werden. Ob sie ihn kriegen, ist eine andere Frage. Ob sie so viel Geld ausgegeben für den Spieler, ist auch wieder eine andere Frage. Aber die wissen genau, dass sie vorne drin einen brauchen, der eben 20 Tore macht. Und wenn Lewandowski da geblieben wäre, dann wären die schon, glaube ich, 15 Punkte eher schon deutsche Meister. Aber man kann mal sehen, die Bayern, die haben ihren Stil. Ja, Kahn und seinen Freund, sag ich mal, entlassen. Da ziehen die ganz glatt durch, die Jungs. Die sagen, es ist kein Erfolg da. Ja, die Meisterschaft haben wir eben mit Glück geholt.
Aber ihr beide habt Scheiße gebaut und jetzt könnt ihr schön nach Hause gehen. Das ist ja das eine, aber das zu tun oder beziehungsweise durchzustechen, ja, dass ja. der Kicker das melden kann mit dem Schlusspfiff, ja. die haben es ja nicht erst da erfahren, sondern schon vorher gewusst. Die waren ja vorher schon. Man weiß ja nicht, was da alles passiert. Aber das ist so eine Geschichte, da siehst du, jetzt hat Karl Rummenigge so wieder im Aufsichtsrat rein. Der kommt also, rein. Ja, der geht da wieder rein. Also da, die werden da schon wieder ein bisschen Ordnung suchen. Und, also daran kann man sehen, die Bayern standen da richtig unter Druck mit den beiden und die bringen Ordnung rein, ja. indem sie einen holen, der vorne wieder. Sonst wird es wieder problematisch, weil es will ja keiner vorne spielen. Und dann ist der eine, der nur der gespielt hat, der verletzt sich auch noch. Sonst hätten sie es auch geschafft, wenn er sich nicht verletzt hätte. Und deswegen werden die Geld ausgeben, viel Geld ausgeben. Bin ich überzeugt von, für diesen Spieler. Die anderen haben ja. Ja, so ein Mittelstürmer, da muss ich Geld ausgeben. Und du musst auch einen haben, der da reinpasst bei Bayern. Das ist auch nicht so einfach. So einen kleinen spielerischen brauchen die nicht. Nee. Die brauchen einen, der die Bälle abfängt, der die Bälle rechts und links hinlegt. Weil dafür haben sie zu viele gute Spieler rundherum, ja. um dann eben die Tore zu machen. Du hast dich verhört, der Terodde ist nicht mit Münster in Verbindung, sondern mit München. Ach so, ja. Also ich würde ihm das sogar gönnen, wenn ich dir ganz ehrlich sagen würde. Wenn er so eine klasse Mannschaft spielen darf, dann würde ich sagen, Junge, mach das. Aber ich hätte ihn aber viel lieber bei uns hier. Der Simon hat auch geweint in Leipzig. Das war's mit dieser Saison? Würde ich sagen. Leider hätten wir gern noch zwei Spiele gehabt, hätten wir uns noch zweimal gemeldet danach, aber jetzt gehen wir in die Pause, gucken, was passiert. Es gibt ja jede Menge Themen, wie wir wissen, personeller Art, und werden schauen, wie die Entscheidungsträger reagieren. Genau. Ein Ding liegt mir noch am Herzen. Ich denke, wir müssen ganz kurz über die Fans reden. Ich fand das sensationell, wie die ganze Saison über ja auch schon in der Hinrunde alles wieder fast so aussah und so Spiele dabei waren wie vor zwei Jahren. Man hätte sagen können, jetzt kannst du wirklich nur noch pfeifen und nur noch sauer sein. Die haben so dermaßen zusammengehalten. Die Fans das sind, war ein Bild, das wir abgeliefert ja, haben, das war vom Allerfeinsten. Die Fans sind Champions League. Ja, das muss man wirklich sagen. Also unsere Jungs, die da oben, diese 8.000 oder wie viele immer mitgefahren sind, das ist schon sensationell gewesen. Und das erkennen ja eigentlich auch die anderen Vereine auch. Also solche Fanabteilungen, wie wir haben, sag ich mal, das wenn in Leute, der Bundesliga vielleicht noch ein, zwei, aber sonst. Wenn Leute hier hinkommen, zum ersten Mal hier sind und schauen sich ein Spiel an, die gehen nach Hause, die erzählen, was hier los ist, ja. Ist sensationell. Und tja. Die Fans bleiben und das ist auch erste Liga. So. Aber es muss auch immer von der Mannschaft kommen. Ja. Ja. Auf jeden Fall müssen einige, glaube ich, ihr Klischee, ne? Einige Nicht-Schalker ihr Klischee ein bisschen abarbeiten, dass wir immer mit dem Kopf irgendwo in den Wolken schweben und zu viel wollen und nicht realistisch sind. Die haben genau gesehen von Anfang an, dass es ganz, ganz schwierig wird in der Saison und haben dementsprechend ihre Unterstützung gebracht. Also vielen Dank an die gesamten Fans, nicht nur in der Kurve, sondern das ganze Stadion muss da ja auch mitmachen. Ne? Wir haben auch schon Haupt- und Gegentribünen gehabt, die gepfiffen haben. Vor allen Dingen würde ich ganz kurz noch mal irgendwas sagen, weil unsere Sponsoren würde ich mich noch mal recht herzlich für bedanken, sonst könnten wir alle solche Sachen hier nicht machen. Und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr mit denen auch wieder weitermachen können. Und das ist leider in der zweiten Liga, aber ich hoffe, dass wir dann auch mit unseren neuen Sponsoren wieder in die erste Liga rein können. Der FC Schalke ist in jeder Liga interessant. Ne? Das ist mal ganz klar. Hm. Und es wird immer erste was Liga zu, eher als zweite Liga. Es wird immer was zu besprechen geben. Ja. Ne? Denn dafür sind wir Schalker, dass wir von morgens bis abends über diesen Verein reden können. Ich sage vielen, vielen Dank. Ja. Hat Spaß gemacht mit euch. Eben, hat Spaß gemacht. Wir haben versucht, ein bisschen was zu berichten, was wir gesehen haben, was man vielleicht ändern kann. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste Saison. Es geht los. Natürlich zweite Liga. Ich muss ehrlich sagen, als wir in der zweiten Liga gespielt haben und Schalke hat nicht gespielt, haben die Spiele gar nicht angeguckt. Echt, ohne Schmarrn. Ja,
Aber ich bin mir ganz sicher, gerade die Auswärtsfahrten werden ein Riesending. Ne? Also da sind ja jetzt ganz viele richtig tolle Stadien, die immer ausverkauft sein werden, wo immer richtig Stimmung sein wird. Sandhausen, Regensburg abgestiegen, Heidenheim nach oben raus. Also all die, ja, wo es ein bisschen kleiner und ruhiger ist, ne? Dann die sind alle weg. Und dafür hast du Braunschweig, Kaiserslautern, die wir noch nicht hatten in der letzten Zweitligasaison. Also da wird ordentlich der Baum brennen. Es wird mit Sicherheit auch wieder interessant, das Leben geht weiter und sowieso ein Leben lang. Aber jawohl. Das Wichtige ist, dass wir wieder aufsteigen. Alles andere. Das ist ein Schlusswort von Klaus. Und so machen wir das auch, Junge. Ja. Ne? Dankeschön. Ja. Tschüss, okay. Und Glück auf. Glück auf.